Juli starten wir unseren zweiten Campingurlaub nach Österreich. Camping Brunner in Döbriach am Millstätter See. Die Rezeption von Camping Brunner ist großzügig, hell und informativ. Die Mitarbeiter sind freundlich und kompetent. Die Sanitäranlagen sind sehr sauber und modern ausgestattet. Der kleine öffentliche Lebensmittelladen in unmittelbarer Nähe ist gut sortiert und täglich gibt es frisches Brot und Brötchen. Der Campingplatz ist gut organisiert und sehr sauber. Und alle haben Blick zum See. Es gibt große, mittlere und kleine Stellplätze, die mit zahlreichen Laubbäumen und Hecken bewachsen sind. Der See, auch Juwel in Kärnten genannt, liegt 588 Meter hoch, nördlich des Trautals bei Spital in Kärnten. Er ist 1,8 Kilometer lang, inmitten einer einzigartigen Bergkulisse, die Bergkette der Hohen Tauern. Sein Wasser ist bis zu 141 Meter tief, glasklar und hat am Campingplatz einen privaten, sauberen, flachen Sandstrand mit anschließender Liegewiese nur für die Camper. Nur wenige Minuten von Camping Brunner entfernt beginnt das 12 Kilometer lange, unter Naturschutz stehende, unverbaute Südufer des Millstätter Sees. Dichter Buchenwald, kleine Wasserfälle und romantisch abgeschiedene Plätze mit attraktiven Holzbänken und Blick zum See und seltene Wildblumen machen diesen Wander- und Radweg zu einem besonderen Erlebnis. Man kann aber auch ein bisschen mehr wagen, nämlich durch dichte Laub- und Nadelwälder, hinauf auf die höchsten Almen, auf den Mirnok, den 2104 Meter hohen Hausberg. Eine Schiffsanlegestelle in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes ermöglicht eine entspannte Bootsfahrt über dem See oder zu einer der schönen Städte am See. Heute fahren wir 60 Kilometer in südöstliche Richtung. Unser Ziel ist der Pyramidenkugel bei Seental-Keutschach am schönen Wörthersee. Ein hochmoderner Panoramalift führt die Besucher direkt bis zu den Aussichtsplattformen, die aber auch über eine Treppe erreichbar sind. Der Aussichtsturm ist mit seinen 70 Metern inklusive Antennen sogar 100 Metern der weltweit höchste Aussichtsturm aus Holz, der einen atemberaubenden Panoramablick über Kärnten und seine Seenlandschaft bietet. Wieder nach unten geht es barfuß über die Treppen oder wieder mit dem Lift oder auch wie Peter Pan am Seil. Gut gesichert, außen am Turm. Aber das ist noch nicht alles. Da gibt es noch eine Rutsche nach unten im Inneren des Turmes. Sie ist die höchste Gebäuderutsche Europas mit 52 Metern in ca. 30 Sekunden Rutschdauer.
Ganz Wagmutige können sogar seit kurzem vom Aussichtsturm springen und 6 Meter freien Fall genießen. Anschließend waren wir noch auf der kleinen Halbinsel Maria Wörth. Sie hatte uns vom Blick des Aussichtsturmes zu einem Besuch inspiriert. Diese idyllisch gelegene Gemeinde mitten im See nennt man auch das Herz vom Wörthersee. So ein kleines Stück Land und gleich 2 Kirchen nebeneinander, beeindruckend und einfach nur schön. Diesen schönen Tag ließen wir auf dem Campingplatz beim Sonnenuntergang am See ausklingen. Das waren noch nicht unsere ganzen Erlebnisse in Kärnten und deshalb werde ich noch einen zweiten Teil anschließen. Kurz und informativ.